Willkommen zurück zu Let's Play Overlord Wasting Hell, letzten Part. Ich sag's gleich, nach dieser Videosequenz. Oha. Da ist die Statue. Dem laufenden Klippengesicht da unten nachzuurteilen, rechnen die Zwerge mit Ärger. Enttäuscht sie nicht, Meister. Oh, auf keinen Fall. Okay, im letzten Part haben wir... Wäre schon fast wieder dafür, wieder zurückzukehren. Ohne Mana ist die Sache wieder witzlos. Das machen wir auch einmal. Das machen wir. Im letzten Part haben wir zwei Zauber gefunden, beziehungsweise zwei Gegenstände. Wir haben einmal den Dominationszauber Verrat gefunden. Dadurch... nach letztem Part haben wir auch eine Demonstration darüber gemacht. Dadurch bekämpfen sich die Zwerge gegeneinander und lassen uns in Ruhe. Und dann haben wir noch einen Zauber gelernt, und zwar wir haben einen Lebensgegenstand gefunden. Wir haben einen Lebensbalken mehr bekommen. Und wir haben gesehen, was die Zwerge drauf haben, wenn sie betrunken sind. Okay. Jetzt noch ein paar von denen. Die Grünen. Ich glaube, die können wir hier im Moment nicht gebrauchen. Im Moment fallen mir jetzt keine großen Gegner ein. Oder? Ich meine, die Blauen ist eine gute Anzahl. Wir können mal drei von denen da hineinschmeißen. Und hiervon, eins. Hier von denen auch mal ein. Ja, einen von denen. Wir kriegen 6 Grün. Ja, das müsste doch hinhauen. 8, 9, 3, 7. Ja, das müsste gut sein. Müsste hinhauen. Okay, wir haben hier übrigens auch alle Zwerge weggehauen. Das waren schon eine ganze Armee. Schon ultra viele, die hier uns den Weg gestanden haben. Ja, die Fässer lasse ich jetzt mal. Meine Schergen sind, glaube ich, schon so gut ausgerüstet. Das juckt den, glaube ich, nicht mehr. Okay. Und wir haben gemerkt, dass regenerative Rüstungen immer noch gut sind. Schöne Atmosphäre eigentlich. Okay. Wir brauchen diesen Zauber, glaube ich, öfters. Oder einen Verratzauber. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, alle Zauber hier sind ganz schön praktisch. Baustelle für den Tempel. Wofür wir den brauchen, das werdet ihr gleich sehen. In meiner Erinnerung waren hier bestimmte Gegner, die, glaube ich, ein bisschen ekelhaft waren. Damit meine ich nicht den da unten, den riesigen Felskoloss. Ey, da unten sind ja Zwerge. Ist ja cool. Dass dieser Steinriese den Zwerge einfach ignorieren tut. Das juckt ihn irgendwie nicht. Wundert mich ein bisschen. Ja, jetzt kommt da eine Überraschung. Nämlich der da. Der rollt hier schön hin. Überrollt die Zwerge. Und Attacke. Oh, komm, das muss funktionieren. Ja, genau. Das sind jetzt... das sind, glaube ich, so Steinroller oder irgend sowas. Ihr Bedürfnis ist, Zwergen zu überrollen. Deswegen habe ich diesen Zauber aktiviert. Wir haben ja beim Steinriesen gesehen, wie der funktioniert. Ich hoffe, der funktioniert auch gegen diese rollenden Tode. Es ist meine Hoffnung, dass dieser Schergenzauber die Rüstung der Schergen so sehr erhöht, dass sie einfach selbst so eine Überrollung von so einem Vieh überleben. Mach nichts Blödes, mach ja nichts Dummes. Machen wir das mal so. Diese Ungeheuer sind nur gefährlich, wenn man sich ihnen in den Weg stellt. Genau. Komm mal her. Mit Attacke. Attacke, Attacke, Attacke. Okay, wieder zurück. So, der wird jetzt wahrscheinlich jetzt untergehen. Jupp, genau.
Ja, dieser rollende Ungeheuer. Wir wollen den ja uns nicht in den Weg stellen. Wir wollen sie nur kaputt machen. Für den Meister. Oh, die Stimmung ist ja irgendwie so bedrückend. Aber wir müssen, glaube ich, sparsamer mit unserem Zauber sein. Sonst kann es ein bisschen knapp werden. Ich weiß nicht, wie viele von denen hier aufkreuzen. Hier müsste noch einer sein. Irgendwo da hinten. Scheiße. Los, 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 los. Lasst euch nicht mal rollen. Hi. Wie geht's denn so? Der schafft das nicht, der schafft das nicht. Doch, der kommt hier durch. Nee, kommt er nicht. Ja, dann knallt sie mal ab. Genau. Zwerge, haut mal drauf. Ja, okay. Wir machen das so. Wir gehen den sicheren Weg. Auch wenn es ein bisschen langweilig werden kann. Es ist einfach deutlich sicherer irgendwie. Und wir verschwenden nicht so viel Mana. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Zauber brauchen werde. Und der brennt sogar. Ich wusste gar nicht, dass Steine brennen. Zack, zack. Und noch einmal. Dafür sind die Roten einfach so praktisch, wenn die da sind. Sie machen das aber so easy. Okay. Ja, Gegner. Da ist wieder Bier. Die Zwerge können aber auch nicht ohne Bier leben. Das ist furchtbar. Naja, ich kann es auch nicht. Ah, die sind köstlich. Ist hier noch einer? Was für ein Bedürfnis. Verdammt. Mann, ich kann das so nicht machen. Wartet mal da. Attacke. Zeig dem, was eine Hake ist. Nein. Attackier uns. Oh, das wäre jetzt zu viel. Wir haben einen blauen verloren, okay. Den machen wir jetzt alle. Den machen wir jetzt alle. Oh je, das kann aber lange dauern. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Nix da. So. Wir haben eine regenerative Rüstung. Damit kann ich, glaube ich, die ganze Zeit angeben. Aber wir haben mal ganz schön viel... Ah. Wir bräuchten mehr Rote. Wenn wir so einen roten Schergenportal finden, den müssen wir sofort aktivieren. Noch einer? Oh, jetzt wird's aber lächerlich. Okay, den weichen wir jetzt mal aus. Und wieder zurück. Kommt her, meine Scherben, kommt her, ignoriert den. Und vorwärts, vorwärts, irgendwie ignorieren den. Oh, kommt, das ist ein Witz. Ah, alle mal dran gehen, alle mal dran gehen. Wir ignorieren den, ignorieren, ignorieren, ignorieren. Wir müssen ja nicht jeden herausfordern. Wir müssen ja nicht alles bekämpfen. Oh, die beschießen den armen Vieh. Das arme Tier. Das ist eigentlich saupraktisch, was sie da machen. Warte, 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 wir helfen dir. Dafür ist, glaube ich, das Ding da. Wir opfern mal die Grünen. Okay, meine Freunde. Ah. Ah. Ich wünsche dir viel Spaß. Dat, 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 dat. Aha. Guter Plan. Und der ist sogar tot. Nicht schlecht. Ja,
Jawohl, jetzt alle! Genau, holt mal alles, holt mal die ganzen Schätze. Ich würde jetzt für meiner sagen, wir brauchen einen grünen mit. Ich weiß ja nicht mal, ob wir rote wieder bekommen, deswegen nehmen wir den mal einfach mal mit. Okay. Nichts drin, gut. Könnt ihr echt nichts mehr aufsammeln? Auch nicht diese coolen Bolzen? Ich glaube, der hat das Bedürfnis, das Ding auch einzusammeln, aber kann das eigentlich nicht. Jetzt, ja, jetzt kann er es. Für dich! Da ist noch ein. Oh! Die Grünen schmeißen wir mal zurück, die bringen irgendwie gar nichts gegen die Viecher. Die Grünen haben irgendwie nichts gegen diese Braunen irgendwie hervorzubringen. Also sie können nicht auf seinen Rücken springen. Deswegen sind die jetzt doch irgendwie ein bisschen sinnlos. Wir holen lieber ein paar Braune und ein paar Rote, die da irgendwie ein bisschen mehr machen. Und hier vorne sind noch zwei Schergenportale. Ja. Oh, ein Speicherpunkt sogar. Wie viele haben wir? Dafür brauchen wir noch drei. Eins, zwei. Ja, das ist sogar ein bisschen zu viel, aber wir haben ja einen blauen verloren, deswegen nicht schlimm. Okay, kann jemand den Helm aufnehmen? Nope. Oh. Bitte, erlöst uns von dieser Schande. Ich glaube, wir können wieder diese Elfen hier dran verfüttern, die ich irgendwo gehört habe. Wir sind die Erstgeborenen. Wir sind nicht für harte Arbeit geschaffen. Ach, stell dich nicht so an. Wir sind nicht für harte Arbeit geschaffen. So, schafft Sie ihr das? Wir können uns zerstören und versklaven. Wir werden nie glauben, dass die Muttergöttin zu den Zwergen hält. Okay. Unsere Muttergöttin ist eine Elfe. Wie können die glauben, sie sei etwas anderes? Keiner Schimmer. Das kann, glaube ich, eine Weile dauern. All diese Steine. Wo sind die Vögel? Die Bäume? Lass die mal raus. Meine Schergen können. Ja, ja. Es geht ein bisschen zeitaufwendiger und sparen. Und vielleicht kriegen wir noch so einen Verderbheitspunkt. Ich weiß es nicht. Ist kein Problem. Ich erlöse euch gerne von der Schande. Von eurer Schande erlöse ich euch gerne. Wir sollen einen Tempel für unsere gestohlene Statue bauen. Komm her, kommt her. Was für eine Demütigung. Ah, genau. Wumm. Autsch. Sie werden uns zermalmen. Zermalmen. Ach was. Das werden sie schon nicht. Dann wünsche ich euch mal viel Spaß, Elfen. Ihr seid in Freiheit. Dämonen. Oha. Na, da kommt mal her. Sie werden uns zermalmen. Zermalmen. Das ist ziemlich böse, was wir machen. Den da oben können wir aber vernichten. Sie werden uns zermalmen. Zermalmen. Oha. Verdammt, wir sind ja fast tot. Wie ist das denn passiert? Ich glaube, der da oben kommt gar nicht mehr raus. Gehende Felsen. Wieso sind wir denn fast tot? Wie haben wir das denn geschafft? Komm, ich will das Zeug haben. Danke. Sie werden uns zermalmen. Zermalmen. Ich glaube, der kommt da gar nicht mehr raus, oder? Der ist fast tot, oder? Ja. Der kommt da gar nicht mehr raus. Der hängt da fest. Das heißt, das müssen wir wohl machen. Ist doch gut, Mann. Na komm, komm, Digga. Schaffst du? Du kriegst mich schon. Ja, denkst du. Und tot. Da, da haben wir euer Hintern gerettet. Seid doch dankbar, Elfen. Jo. Es gibt noch Hoffnung für uns. Ach, irgendwie. Ich weiß nicht. Sicherlich. Irgendwie. Okay. Danke. Und lebt wohl, Freund. Jo, ja, lebt wohl. Du stehst zwar da rum, aber lebt wohl. Was wir da oben auch immerhin machen, mit dem Rad drehen. Weiß es nicht.
Wir schieben auch mal das da voran, was wir auch damit am Ende erreichen werden. Aha, wir öffnen einen Käfig mit Sprengstoff. Okay. Wir machen eine Brücke. Okay. Gibt's hier... Ah, einen Mana-Brunnen. Brauchen wir den? Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir den brauchen. Könnte durchaus sein. Okay, mal schauen. Ah, ich sehe schon, da ist eine Tür. Und da ist Sprengstoff. Ja. Sagt ja schon alles. Sprengstoff, eine Tür. Wir brauchen wahrscheinlich den Sprengstoff. Höchstwahrscheinlich. Interessant, ein Spaten ist stärker als so eine Hellebarde. Das ist mir auch neu. Ich glaube, das sind Hellebarden. Ich weiß nicht. Eine Hellebarde hat ja mal so einen axtförmigen Kopf. Gilt das noch als Hellebarde, wenn sie die Waffen, die Zwergen die ganze Zeit schon trugen? Diese Stäbe da vorne. Heißen die Hellebarden? Ich glaube eher nicht. Lauf. Lauf. Gut. Nächster. Nächster. Darum, du. Platzieren und zurück. Nächster. Und vorwärts, vorwärts, vorwärts. Nein, 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 nein. Nicht alle auf einmal. Jetzt müssen wir da raus. Oh je. Und weg. Scheiße. Ja, das musste man sehen. Das habe ich kommen sehen. Ach, kommt den einen da. Na, ist doch egal. Habe ich einen verloren. Scheiße, aber egal. Na gut. Oh, die Gegend sieht ja wieder einladend aus. Wo ist der rollende Tod? Ich glaube, hier geht das sogar. Hier muss es. Geht es da hinten weiter? Ich kann es gar nicht erkennen. Ich glaube, den Dick muss ich mal durchlassen. Kommt mit, kommt mit, kommt mit. Kommt, bewegt das Ding, bewegen, 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 bewegen. Der kommt immer näher, der kommt immer näher. Fuck. Nein. Och. Och. Ja, 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 richtig. Der Part ist auch wieder rum. Wir sehen uns aber gleich wieder. Bei Overlord wieder. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Gebt einen Like und einen Kommentar. Und sonst bis zum nächsten Mal wieder bei Overlord Racing Hell. Ade.